Willkommen zum lustigen ungarischen Methode-Tutorial. Warum heißt die ungarische Methode ungarische Methode? Weil sie von einem Herrn König, der Ungar war, entdeckt wurde oder entwickelt wurde. Okay, die Klausuraufgabe lautete: Auf vier Baustellen steht je ein Kran, der nicht mehr benötigt wird. Vier andere Baustellen benötigen je einen Kran. Wie sind die Kräne umzusetzen, damit deren Transportstrecke minimal wird? Okay, wir haben hier die Baustelle 1 und Baustelle 2 und der Kran muss von da nach da. Beziehungsweise ist die Entfernung von Baustelle A1 zu B1 3 Kilometer. Von der zu der Baustelle 5 Kilometer, von der zu der sind es 4 Kilometer und so weiter. Wir haben also eine Matrix. Erster Schritt der ungarischen Methode. Ich suche mir aus jeder Zeile das kleinste Element, in dem Falle die 1, und subtrahiere sie von der gesamten Zeile, von jeder einzelnen Ziffer. 2 minus 1 ist 2. 2 minus 1, 3 minus 2, 0, ach fuck. 2 minus 1 ist natürlich 1, 0, 7 minus 1 ist die 6. Dasselbe für die zweite Zeile, kleinstes Element, die 3, 5 minus 3 ist 2, 3, 6 minus 3 ist 3, 3 minus 3 ist 0 und 8 minus 3 ist 5. Auch hier kleinstes Element, die 2, 8 minus 2 sind 6. 0, 2, 3. Kleinstes Element, die 2. 3 minus 2 ist 1. So sehen auch meine Klausuren aus. 9 minus 2 sind 7 und 2 minus 2 ist 0 und 8 minus 2 sind 6. Klammer drum, sieht schick aus. Wunderbar. Weiter geht's. Wir wiederholen das Ganze mit den Spalten. Kleinstes Element aus der Spalte ist die 1. Und ich subtrahiere diese 1 von den Ziffern der Spalte. 2 minus 1 ist 1. 1, 5 minus, 6 minus 1 ist 5 und 1 minus 1 ist 0. Hier kleinstes Element ist die 0. Okay, das heißt 1 minus 0, 3 minus 0, 0 minus 0 ist alles egal. Es bleibt, wie es ist. Und dasselbe auch hier haben wir Nullen dabei. Die können wir nicht subtrahieren. Aber in der letzten Spalte haben wir das kleinste Element, die 3. Also 6 minus 3 ist 3, 5 minus 3 ist 2, 3 minus 3 ist 0 und 6 minus 3 ist 3. Klammer drum. Perfekt. Jetzt kommt das Schwerste an der ganzen ungarischen Methode. Und zwar müssen wir jetzt freistehende Nullen eruieren. Das wären in diesem Fall diese 0, diese 0 und diese 0. Jetzt könnte man sagen, ey, warum denn nicht die da hier und warum nicht die da und warum nicht die? Was ist mit denen nicht in Ordnung? Und zwar ist das so, dass ich ja gesagt habe, die müssen freistehend sein und freistehend heißt, diese Nullen dürfen sich weder in der Zeile noch in der Spalte treffen, aufeinandertreffen. Das heißt, wir haben in dieser Zeile keine einzige Null und auch in dieser Spalte keine Null, die markiert ist. Okay? Keine Null, die markiert ist. Deswegen habe ich diese markiert. Ich habe die markiert, weil auch hier die Spalte keine Null hat, die markiert ist, und auch hier keine Null vorkommt, die markiert ist. Auch hier. Diese Null hat weder in ihrer Spalte eine markierte Null, noch in ihrer Zeile eine markierte Null. Okay. Ich hoffe, das ist verständlich. Wenn nicht, bitte Daumen hoch. Okay. Jetzt markieren wir
jene Zeile, die keine markierte 0 hat. Okay, die Zeile ist cool, die hat nämlich eine markierte 0. Die Zeile ist auch cool, die hat eine markierte 0. Die dritte Zeile von unten hat keine markierte 0, die ist ziemlich uncool und ich markiere die deswegen mal mit einem Sternchen 1. Nun muss ich in der Spalte, in der diese 0 hier befindet, ebenfalls ein Sternchen dran machen. Das nenne ich mal x2. Das heißt, diese lame Zeile, die eine 0 hat, die nicht markiert ist, gucke ich, wo ist denn diese 0? Aha, an der dritten Stelle. Ja. Okay, also mache ich in dieser Spalte ein x und Sternchen 2. Und ich markiere jene Zeile, die eine markierte 0 hat, nämlich diese. x3 oder Sternchen 3. Okay. Ist es schon unübersichtlich genug? Okay, gut. Jetzt kommt es ans Eingemachte. Und zwar müssen wir jetzt alle Zeilen durchstreichen, die nicht mit einem Sternchen markiert wurden. Okay. Die hat ein Sternchen, die hat ein Sternchen. Oh, die hat kein Sternchen, also streiche ich die durch. Bam. Die hat auch kein Sternchen. Bam. Weg damit. Aber, und jetzt ist genau die umgekehrte Reihenfolge, muss ich alle Spalten durchstreichen, die markiert sind. Und das ist in dem Fall nur die eine. Also, bam. Weg damit. Nächster Schritt. Suche aus dieser Matrix die kleinste Ziffer heraus von jenen Zahlen, die nicht durchgestrichen sind. Okay, da haben wir ja nur die und die. Die kleinste Ziffer von denen ist die 1. Ne? Können wir uns eine aussuchen, nehmen wir die, sieht schick aus. Okay, und dieses kleinste Element, in dem Fall die 1, ziehe ich von allen Elementen ab, die nicht durchgestrichen wurden. Okay. Mache ich mal. 1 minus 1 ist 0. 1 minus 1 ist 0. Die gestrichenen, die bleiben so, wie sie sind. 3 minus 1 ist 2. 1 minus 1 ist 0. 3 minus 1 ist 2. 2 minus 1 ist 1. Okay. Die restlichen, die gestrichenen, schreibe ich wieder dazu. 0, ne, so wie es war, die war auch markiert. 0, 5, 0, 2, 0, 0, 7, 0, 3. Okay. Ich habe die Tabelle, die Matrix kopiert quasi, habe die kleinste Element abgezogen, sieht dann so aus. Und jetzt dieses kleinste Element, was wir eben ermittelt haben, nämlich die 1, von dem wir die nicht gestrichenen abgezogen haben, diese 1 addiere ich jetzt. Ne? Ich addiere diese 1, die ich von denen abgezogen habe, auf alle Ziffern, die hier doppelt durchgestrichen wurden. Das ist das und das Element. Okay. Beziehungsweise das und das. Das heißt, wir haben hier das kleinste Element war die 1, die wir ermittelt haben. Das addiere ich jetzt hier mal drauf. 2 plus 1 ist 3 und 0 plus 1 ist 1. Okay. Den Rest kann ich es wieder so übernehmen, wie er ist. 5, 0, 0,
0201 0002 073. Okay, meine Markierungen muss ich jetzt wieder setzen, denn ich habe eine neue Matrix mit neuen Nullen bzw. mit einem neuen Ziffernblock. Und ja, wir sind wieder bei diesem Schritt. Der nächste Schritt ist dieser Schritt, der wiederholt sich. Und zwar muss ich wieder meine Nullen markieren, die frei stehen. Nehmen wir mal diese Null. Warum nicht? Diese Null. Diese Null. Und diese Null. Okay, warum? Na? Richtig. Weil sie in ihrer Zeile und Spalte einmalig sind. Sie dürfen sich nirgendwo kreuzen. Okay, den letzten Schritt kann man ein bisschen abkürzen. Man kann es auch mathematisch erklären. Ich kann es übrigens nicht. Ich mache aus allen unterstrichenen Nullen eine 1. Okay. Und die restlichen Ziffern mache ich 0. Hier haben wir eine 0 draus. Hier leckt mich am Arsch. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Okay. Ich habe hier 3 Einsen und hier eine 1. In jeder Zeile habe ich eine 1 und in jeder Spalte habe ich eine 1. Und wir erinnern uns an unsere Originalmatrix aus der Ausgangsfragestellung und gucken, welche Ziffer zu der Ausgangsmatrix gehört, wo die 1 drin steht. Wir haben hier die 1 in der ersten Zeile an der zweiten Stelle. Okay. An der ersten Zeile, zweite Stelle. Ah, die 2. 2. Zweite Zeile an der dritten Stelle haben wir eine 1. Was haben wir in der dritten Stelle, in der zweiten Zeile in der Ausgangsmatrix? Eine 3. Cool. In der dritten Zeile haben wir eine 1 an der letzten Stelle. Das ist in der Ausgangsmatrix eine 5. Cool, yeah. Bald haben wir es geschafft. Und hier haben wir eine 1 in der letzten Zeile. Und das ist in dem Fall eine 3. Okay, super. Okay, wir addieren 2 plus 3 sind 5, plus 5 sind 10, plus 3 sind 10, 11, 12, genau 13. 13 Kilometer. Das ist die Lösung zur Aufgabe. Herzlichen Glückwunsch. Oh, kleine Ergänzung, das ist noch nicht ganz die Lösung, denn die Frage war ja, wie sind die Kräne umzusetzen, damit deren Transportstrecke minimal wird? Diese 13 Kilometer ist die minimalste Strecke und zum Verständnis, wir haben hier die Einsen, ne? Das heißt, der Kran, der auf dieser Baustelle steht, muss zuerst zur Baustelle 2 fahren. Und dort den Kran abliefern. Kran von Baustelle 2 fährt zuerst zur, zur dritten Baustelle. Der dritte Kran fährt zur vierten Baustelle. Und der vierte Kran fährt zur ersten Baustelle. Denn das sind die kürzesten Kilometer. Ne? 3 ist der kürzeste Weg. Alles klar? Okay.